Moin Leute, ist das nicht ein wunderschöner Morgen? Heute steht ganz schön viel auf dem Programm, und zwar Nummernschild und die alten Metallteile von den Seiten müssen aufgebohrt werden, die neuen kommen dran, das heißt, da müssen auch wieder Löcher gebohrt werden. Das Nummernschild muss verkabelt werden, das ist natürlich auch noch beleuchtet, und mal gucken, wie weit wir mit den Kotflügelverbreiterungen kommen. Also, holt euch einen Kaffee. Jetzt geht's los. So Leute, also ich habe mich jetzt dazu entschlossen, das Nummernschild hier unten dran zu machen. Ich ziehe sowieso keine Anhänger eigentlich. Lass mir die Option trotzdem noch ein bisschen, weil ich weiß nicht, wo es jetzt ist, aber das Kabel hier, das ist eben für die Anhängerkupplung, beziehungsweise ne, für das Licht und die Leuchtanlage. Aber ich habe jetzt keine bessere Möglichkeit gefunden, das Nummernschild festzumachen, denn ich habe kein kleines Nummernschild, also das heißt, ich kann keine amerikanische Größe, kann ich nicht machen, ich habe zu viele Buchstaben und Nummern und so. Ich möchte das Nummernschild nicht hinten am Reifen haben, das gefällt mir nicht. Deswegen bleibt eigentlich nur irgendwas hier unten. So, und das Ding ist nämlich ein 2 Zoll Einschub. 2 Zoll heißt also ungefähr 5 cm. Mein Plan ist dann jetzt so ein paar Winkel oder einen Winkel da dran zu machen, irgendwie, dass ich nämlich meine wunderschöne Kennzeichenhalterung dran machen kann. Die habe ich irgendwo im Internet gefunden, habe ewig recherchiert, bis ich dieses Ding hier gefunden habe. Das ist nämlich schon mit LEDs ausgestattet. Hier, Kabel ist da dran. Ja, und mal schauen, wie ich das irgendwie hier so dran kriege. Hier sieht's aus. Also. Oh Gott. Hier, Winkel. Ey, wenn die passen, ne? So, die habe ich noch. Die sind zu klein. Ich glaube, die sind zu groß. Ich glaube, die passen. Wenn die passen, dann bin ich der glücklichste Mensch der Welt, glaube ich. Ey, Leute. Ist es nicht geil? Also das Gute ist, hier sind auf beiden Seiten jeweils ein Loch. Und dann würde ich jetzt hier einfach ein großes Loch reinmachen, mit einer Mutter festziehen. Das auf der anderen Seite. Chip, chip. Und dann kommt hier das Nummernschild dran. Perfekt. Ist wirklich perfekt. Links. Rechts. Perfekt. Der wird jetzt gebohrt. Also wirklich. Das ist ja wie dafür gemacht. Verrückt. So, und ich sehe hier, dass das Kabel für den Anhänger hier reingeht. Und deswegen schraube ich das Ding mal ab und gucke, wo das so hingeht. Vielleicht gibt es da eine Möglichkeit, das Nummernschild einfach ja, anzuschließen. Wer plant das denn so? Dann kriegt man das jetzt gar nicht mehr ab. Wäre doch so viel einfacher dann. Man muss das nämlich weiter runterklappen und rausziehen. Das geht aber nicht. Oder doch? Perfekt. Thank you.
Next. So Leute, mein Plan sieht jetzt wie folgt aus. Also das Ding muss weg. Hier kommt nämlich so eine schwarze Platte drauf. Warte, die hole ich mir eben. So, ne? Genau, kommt nämlich so hier drauf. Vor etlichen Jahren habe ich hier ein Loch zugenietet, weil ich nicht schweißen kann. Und ja, es hat halt gereicht und das kommt halt jetzt auch raus. Mal gucken, wie es da drunter aussieht. Ich denke aber, das sollte eigentlich ganz gut sein. Und die Dinger werden auch ersetzt gegen die alten, weil die einfach scheiße sind. Ja, sehr gut. Jetzt muss ich das mit den allen auch machen wahrscheinlich. Ne? Muss leider sein. Dann machen wir das auch. Zeitraffer. Passen denn wohl die Löcher? Das wäre ja verrückt, aber ich glaube, das ist tatsächlich nicht ganz. Aha, viel besser. Ja, falls sich irgendjemand gefragt hat, ob die Löcher die gleichen sind. Ja, sind die gleichen. Leute, ein neuer Morgen. Ich habe gestern noch hier diese Holzzwingen angebracht, um das hier wirklich so anzudrücken und auch hier am Ende nochmal wirklich ans Blech zu drücken, weil ich hatte ja Sika drauf gemacht. Ja, und so, dass das auch hier alles schön klebt, weil hier sind ja drei Löcher für Nieten vorgesehen, die aber total ins Leere gehen. Deswegen, I don't know, warum die da sind. Und ich bin auch noch nicht ganz so sicher, wie das mit der neuen Kotflügelverbreiterung passen soll. Wahrscheinlich werde ich hier was aufbohren müssen, dann geht die Schraube halt direkt durch. Oder auch nicht, mal gucken. Aber das finden wir schon heraus. So, ich weiß nicht, ob man das sehen kann. Aber wenn das hier ist, kommt das hier dran. Und dann hast du hier so eine, ich sag mal so eine Lippe, an der hier nochmal ein Loch ist, wo man eigentlich diesen ganzen Fender hier halt anschrauben kann. Jetzt ist hier natürlich diese Metallplatte. Warum die so weit gemacht haben? I don't know. Ich glaube, dadurch, dass man das hier unten auch festschraubt, reicht es, wenn hier das nächste Loch ist und hier unten fest, dass man das einfach wegschneidet, da wo der eigentlich ist. 0,0 Sinn. So, das ist jetzt das System, womit ich das festmache. Also Edelstahlschraube, dann Unterlegscheibe. Das kommt dann durchs Plastik durch. Dann kommt hier ein kleines Gummi, eine Gummidichtung. Das heißt, das setzt hier an die Karosserie auf. Dann kommt wieder eine Dichtung von hinten, hinter die Karosserie. Und dann gesichert natürlich mit einer Sicherheitsmodal. So. Mega gut, oder?
Und jetzt geht es darum, weil das ja die Kotflügelverbreiterungen vom Vor-Facelift sind, also die originalen alten. Und das sind meine originalen vom Facelift. Sieht man ja relativ schnell, dass die ein bisschen kürzer sind. Das bedeutet, ich muss irgendwo hier abschneiden. Ja, genau. Aber Leute, ich habe keinen Bock mehr. Ich mach morgen weiter. Ciao. Das Ganze jetzt nochmal von vorne. Und zwar. Naja, mehr oder weniger Level. Das heißt, den Schnitt, den ich hier machen muss, der muss natürlich auch ziemlich parallel zum Boden sein. Ein kleiner Spalt darf ja sein. Ich muss einfach abschneiden. Natürlich relativ swingable sind hier. Und ich baue mir noch so eine Führo. Ja, Leute, was meint ihr? Eigentlich gut. So, und jetzt sieht man natürlich noch, dass das eine Ding vom Pre-Facelift ist und diese Bumper-Ecke vom Facelift. Aber ich glaube, wenn alles in derselben Farbe lackiert ist, dann sieht man auch nichts mehr. Also festschrauben. So Leute, jetzt fehlt noch eine einzige Kleinigkeit. Ja, was könnte das wohl sein? Leider habe ich keine Akkuflex wie Matisse Ox. So, es ist die Frage, ob ich die hier mit anderen Haltern noch dran mache oder unten. Aber, hier bei meinem Reserveradhalter waren noch solche Halter bei für den Highlift-Jack. Die könnte ich tatsächlich nehmen, um das hier oben dran zu basteln. Das sieht allerdings noch nicht so richtig gut aus. So, dann ist das relativ weit weg, auch uncool. Das gleiche könnte ich natürlich hier unten machen. Oder halt das Bracket, was dabei war. Hier über die Querverstrebung. Ist allerdings leicht schief. Beziehungsweise so rum dann. Auch blöd. Und deswegen habe ich mich jetzt einfach dazu entschlossen, einfach hier durch diese Dinger zu bohren. Und die Markise dann direkt hier dran festzumachen. Ich glaube, das ist die beste Lösung. Dann sind diese Lampen allerdings ein wenig obsolet. Deswegen versuche ich die jetzt einfach zu lösen und umzudrehen, dass die hier sind, dass ich unter der Markise noch Licht habe, falls ich das will. Hinten genauso. Und mal gucken, ob das hier sehr stört. Das ist der Plan. Gucken, ob das Kabel überhaupt reicht. Das stört natürlich schon. So Leute, ich war jetzt gerade im Baumarkt und es ist mal wieder aufwendiger als erwartet, wie immer. Also gibt's jetzt mal einen Schnellcut.
Gestern war es natürlich wieder viel zu dunkel, um zu filmen, aber das Ding steht. Ist leider sandfarben und nicht Anthrazit, so wie bestellt. Aber sei es drum. Denn bald geht's wieder weg. Aber vorher fahre ich jetzt zum Willi von ORW. Wir machen noch einen Getriebeölwechsel. Denn, wie gesagt, bald geht es weg. Und zwar geht es sehr bald nach Spanien. Und wenn ich sage sehr bald, dann meine ich auch sehr bald. Zugegeben, das Wetter ist nicht das Beste. Aber Pferde! Okay, Leute.